Tag ihr Vögel und willkommen zu einer Runde DayZ Standalone. Gott und die Welt spielt gerade wieder DayZ und zwar auf den Experimental Servern, denn die 0.60 wurde veröffentlicht. Natürlich nur testweise und wir haben uns das nicht nehmen lassen und sind direkt auch mal auf die Server gejoint. Alex und ich wollen uns also mal das neue Cerno und das neue Elektro angucken und uns dann einfach mal Richtung Norden hochschlagen, um ein paar Player zu treffen. Wir haben es jetzt nicht auf PvP abgesehen. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Experimental-Server eigentlich immer ziemlich friendly sind, weil jeder den neuen Scheiß ausprobieren möchte, ganz in Ruhe. Und naja, hier und da hat man immer mal ein paar Arschlöcher unterwegs, aber das richtige DayZ-Feeling kommt in der Experimental doch schon ein wenig mehr auf als in der Stable. Denn dort, ihr kennt das selber, geht es nur um KOS, in welche Ecken kann ich reinglitschen und. Ich muss zugeben, wir haben ziemlich viel Spaß gehabt. Was jetzt nicht schlimm ist, aber naja, wir haben uns halt in letzter Zeit sehr stark von DayZ distanziert. Begleitet uns ein wenig durch die Experimental und wir sagen dann mal viel Spaß. Oh, ich höre Schritte. Nein. Ey, lass die Tür auf! Läuft am Haus vorbei, macht die Tür zu. Da ist das der Server-Restarter. Er muss immer kurz vor Server Restart alle Türen zumachen, damit der Server neu starten kann. Genau. Oh nein, schon wieder so, kann ich Server Restart. Ich muss los. So eingeteilt für Cerno, für Berezino, alle eingeteilt. Wo statt ein Serverschließer. Jetzt sehe ich auch nicht mehr so bedrohlich aus. Ha, aber ich habe eine geladene Waffe, ihr Wichser. Buch, tot. Ja, wahrscheinlich, weißt du, jetzt habe ich Munition gefunden, jetzt gleich sterbe ich. Da ist der Typ von gerade eben. Das ist mein Freund, komm mal noch her, ich zeig dir jetzt mal, wie freundlich ich bin. Hey, bro. What you gonna do? What am I gonna do? I'm gonna go see my friend, bye. Okay, bye bye. Was hat er gesagt? Fuck off. Er sucht seinen Freund. Er hat den Rucksack in der Hand. Ja, für seinen Kumpel. Ja. Auch neu. Geil, ne? War ziemlich cool, ne? Hello. Ich habe einen Bambi gefunden. Hi. Bambi. Hello. Hi. Hi. Where are you from? From Turkey. Here? Turkey? Oh god. Yeah. I'm German. German? Yes, sir. Nice, man. Did you find anything in Cerno? No. Ja, Essen, trinken. Yeah, a little bit to eat, a little bit to drink. It is really different from. Oh yeah. Yes. Is that your friend? Yes. Hello. Hello. Hi guys. Er ist ein Türke, also fast ein Deutscher. Ich weiß. Jetzt sagen, can I live in your country? What? Are you going to kill me or something? No. We're friendly. So, have a good day. Hat der einen Rucksack? Do you want a backpack? No, I don't need. I will find. Ah, warte. Sorry. Then I can take it if you have more. Da ist er gerade drinne. So, jetzt nimmt's auf und ihr schießt dich. See you guys.
Okay. Good. Good day, 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 good day. Wir singen, wir singen. Wir singen. Ah, oh, mein Aquarium! Wie Spaß. Was für ein Backpack hast du? Ein blaues. So ein Talon-Backpack, ne? Ja, warum? Ich hab grad ein Talon-Backpack gefunden. 9mm Rounds drin und eine Cola. Cola gebe ich mir mal direkt. Trinken wir synchron, oder? Mhm. Möchtest du mal ein bisschen essen? Ich brauche gar kein PvP, ne? Ich finde DayZ so jetzt gerade echt angenehm, wenn ich ehrlich bin. Du machst das Looten Spaß. Ja. Oh, da kann ich nie rein. Ist schon wieder so ein Drecks-Zombie. Ei, ei, der versucht mit mir zu reden, ne? Frechheit. Ei, ei, hat er gesagt. Oi, 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 hast du gesehen? Oh, ich glaube, er hat mich aufgespürt. Boah, Alter! Ja, klar! Alter, der hat mich aus dem Haus rausgeboxt. Bin durchs Fenster geflogen, oder was? Ja, das ist hier. Ich komme das hättest du jetzt sehen müssen, ey. Ich habe mir noch nicht mal die Beine dabei gebrochen, ey. Hammer nice. Komm jetzt, warte. Mike Tyson. Scheiß die Wand an, ey. Wo bist du? Hä? Ich glaube, er ist in die Wand gebackt. Boah, Junge, der hat mich aus dem Fenster rausgeschossen, ne? Wo bist du hin? Ich bin ein Haus weitergelaufen. Da, hier, hallo. Ah, hallo. Ohne Scheiße, ich bin da oben. Guck mal, aber das offene Fenster ist, hat mich rausgeflogen. Ja, der ist auf dem Dach. Ehrlich? Tatsache. Oh Gott. Ja, aber nice. Alex? Ja? Machst du so Geräusche? Ja. Bist du das? Alex, bist du das? Ja, bin auch hier. Carlson vom Dach. Bist du im Krankenhaus drin? Ja. Gut, ich auch. Du bist wahrscheinlich direkt hochgelaufen, so wie ich dich kenne, ne? Ne, ich bin unten links rein. Okay. Oh, Zombie! Im Krankenhaus. Hier im Haus drin? Ja. Nein, ich mach die Tür zu. Moment, der backt auf der Treppe, glaube ich, rum. Ich hab das Treppenhaus zugemacht. Ja, der backt auf der Treppe rum. Dean Hall als Zombie. Direkt mal auf die Schnauze hauen. Alles klar, Hauptsache er haut mir auf die Schnauze oder was. Stirb, Dean Hall, stirb! Stirb! Ryan Hicks ist viel cooler! Alter, ich lach mich tot. Alter, das ist jetzt. Der ist nach oben gebackt. Was ist denn hier los? Komm her! Bist du auf der Treppe oder was? Nee, ich bin jetzt auf dem Dach. Komm auch hoch. Dean Hall kommt auch. Stirb, Dean Hall. Ich darf mich tot. Herr Doktor, können Sie mir sagen, wo meine Medikamente sind? Alter, ich muss mir schon die ganze Zeit was lachen verkneifen. Ich bin an dem Abschutzgebäude. Oh. Bei mir ist ein Bambi. Hello. Ich bin an dem eingestürzten Gebäude. Hallo? I think you don't want to talk. Sure? Ich weiß nicht, wo das ist. Ich bin jetzt wieder bei den Zelten. Oh, ich habe ein Bambi, was mich boxen will. In deine Richtung. Shit. Also eher nachladen geht nicht. Der macht zwar die Animation, aber das war's auch schon. Jetzt auf dem Platz, wo der Panzer ist. I'm Mike Tyson, bitch! Asten? Ja. Machen wir jetzt ein Ende.
Also ich kann nicht sagen, wo das ist, dieses hohe Gebäude. Ich sehe es nicht, es ist zu dunkel. Vor allem ist der Hintergedanke ja hier auch was anderes. Da ist ja keiner darauf aus, sich Loot zu hamstern und zu machen und tun, sondern eher eben. Um zu gucken, wie es läuft und ja. Was gibt's denn Schönes und so. Und sind wir mal ganz ehrlich, ne? Eigentlich müssten wir alle an den Händen zusammen durch Channel laufen und uns freuen, dass es so gut läuft. Hallo. Hallo. Hey, how are you? Good, and you? What? Willkommen bei Daisy. You are good. Ah, hello. How are you? Good, and you? Bam, bam. Wer's? Ja, klar, Alter. Da war's also wieder. Daisy 2015-2016. Zu unserer Verteidigung muss ich allerdings sagen, wir sind nicht einfach so blauäugig durch die Gegend gelaufen. Klar war es uns egal, wenn wir sterben. Das ist halt experimental. Aber wir haben so viele freundliche Spieler getroffen in den 2 bis 3 Stunden, in denen wir halt nicht gestorben sind. Und das wirklich aus unterschiedlichsten Ländern. Das war mega interessant. Aus der Türkei, aus Schweden, aus Russland, aus Frankreich, aus Italien. Wir haben Leute dabei gesehen, wie sie sich Autos zusammengebastelt haben. Full-equipped Spieler, Bambis. Das war ein cooles Feeling. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir jemanden treffen, der uns dann in den Kopf schießt. Oder beziehungsweise in dem Fall mir. Trotzdem haben wir nicht aufgegeben und haben gesagt, wir spielen weiter friendly. Und so ergaben sich folgende Szenen. Hello, kind sir. Can you help me take care of these bombs? Hello. Yep. Boah, da kommt einer hier rein, der bringt 3 Zombies mit, ne? Bist du sicher, dass Zombies sind nicht seine Kollegen? Vor allem treffe ich die nicht. Clear. Und danke. Bewaffnet? Ja, der war bewaffnet, der trägt nur. Oh, wow. Can you give me saline? I have saline, can you give me? That would be nice. Saline? Yeah, I have some. Can you give them? I don't care. What do you mean? Saline? Here, drop some. Oh. Oh, blood, yes. Sure, that was. The zombies beat the shit out of me. Ah, hier mit deinem gossen Englisch. Sorry. Gibt es mir jetzt oder nicht? Guck da runter. That's not working. Okay. Okay, nichts gemacht, Alter. Ja, der vorhin auch nicht, der alte Schwede. Noch nicht. Und mir war es auch nicht geheuer. Ich meine, okay, ich hab ihm ja geholfen, aber das heißt ja hier nichts. Ja. Ich habe ihm auch nur geholfen, weil ich Angst hatte, dass er mich umbringt. Also ich sehe jetzt
von meinen Klamotten her. Schon überkrass aus. In einen Raum rein, alles. Neuen Rucksack. Komplett Gorka. Und dann mit meinen Bandanas. Ja, ich hab noch keine Gorka Pants gefunden. Das hätte ich schon angezogen. Ich hab nämlich auch eine Gorka Jacke. Auch die Bandanas beide. Ja. Aber. Ach, hast du auch noch ein zweites gefunden? Ja, ja. Aber ich hab keine Hose bis jetzt. Kein Oberteil. Ah, Moment, ich habe immer noch die Slackpants an, sehe ich gerade. Hat er vorhin nicht übernommen. Okay, dann ziehe ich die jetzt an. Swap. Wo ist er hin? Ist er weg? Er ist weg. Okay. Aber konnte mir das Ding ins Sardinen nicht drücken. Ich habe jetzt schon 4 Magazine für dich. Ja, läuft. Nur auf dem Server komm, ich probiere es die ganze Zeit. 5 Magazine. 2 30er und 3 10er. Okay. Do you have any 357 ammo? Yes. I've got shotgun ammo and 380 auto ammo. If you want. Yeah, drop it. Hello. 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 Hello, I'm friendly. Friendly guys. Yeah, cool. Down, yeah, everything is cool. Come down. Cool. We got the ammo? There you go. Dropped here. Yeah, I dropped. What you guys nice. Need, do you want to do some swaps? You need anything? Yeah. What? Sure. I've got SKS rounds, I'm looking for Fox rounds if possible. Is that what you're looking for? Yeah. Zwei Engländer. Droppen sich hier gegenseitig Munition. Ich habe ihm gerade 7 357er Munition gegeben und er hat mir 30 Schuss für die Shotgun gegeben. Mhm. Schon nett. Cool. You got any Fox rounds, CD? No, I don't. No, I didn't. Okay, guys. No. Can you give me a Celine? Can I drop you? Of course. Yeah, sure, if you drop it now. Yeah, nice. Have you been in some action? You're a bit greyed out. Oh, thanks. I'm getting a bit of colour now. Yeah. We were going to run south from here to the military base, you know, the town south. Ah, right, okay, yeah, I just came from there before the server reset. There was bits and bobs lying around. Here. Do you know anywhere that'd be better? Probably maybe the military base in the west. Yeah, not sure. I know I just came from the Pavlova one, and there was a few AKs and stuff lying around, but not a lot. Maybe stuff's respawned. Yeah. Alright, well, yeah. Do you want to go? I think we have found better loot to the west airfield if you want to go to that one. Yeah, I don't know how long I'm going to be on, but I was kind of heading north because I've come from down south, so I'll roll with you if you want. Yeah, alright. Cool. Well, cool. Have you done these two new hangars, bunkers? Yeah, we did. You might have spawned some new stuff. Da haben sich zwei gefunden. Ja. Massenauflauf? Nur zwei Leute, zwei Engländer. Und ich verstehe nur die Hälfte. Weil der englische Akzent ist echt... Wow, nicht mein Ding, Alter. Hoffentlich, dass ausgerechnet jetzt hier ein böser Bube herläuft. Was ist eigentlich für eine Waffe? Trumpet. Trumpet. AK-74. Und eine AK-74. Und eine AK-74.
Ich geh mal ins andere. Oh, da ist einer. Spieler. Hinter der Baracke. Hello guys. Hello. Hello. Hello, I'm friendly. Friendly guys, yeah. I keep a weapon down, yeah? I'm double gunning though. Hello, hello. Hello? Ja, er ist hinter den Zaun gelaufen, hinter die Mauer. Guck du mal durch. Weg. Ah, du hast Munition, ne? Ich geh rein. Ja. Warte, du. Geh ins Pförtnerhäuschen. War Paul? Ja, ne? Ich weiß nicht, wo der Typ hin ist. Ich guck mal hin. Bin neugierig. Entweder hat er sich in die Hose geschissen oder. Hat sich. Keine Ahnung. Oder aimt uns jetzt ab gerade oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, das wäre einer von den Typen gerade eben gewesen, weil der hat nämlich auch so einen China-Helm auf. Ja. Gut. Was? War ein bisschen heiße Zone jetzt hier, oder? Ja, ja. Läuft zu viel rum gerade. Zombies hinter dir? Was? Wow, ja, zwei Stück. Einer kommt schon. Einfach durchrennen oder was willst du machen? Mach den kaputt. Ja klar. Na klar. Verreck. Oh, ich bin tot. What? Ich hab einen Schlag gehört und war tot. Oh ja, da schießt einer. Ja, ich bin unconscious. Alter, ich hab gar keinen Schuss gehört. Nee, gar nicht. Erst als der auf mich geschossen hat, hab ich einen Schuss gehört. Jetzt bin ich tot. Oh Gott, das war der Typ von vorhin, 100%. Hm. Ich hab den nirgends gesehen. Ich hab den nur hinter der Baracke verschwinden sehen und dann war er weg. Keine Ahnung, wo er war. Ja. Und vor allen Dingen, ich bin ja relativ zeitig dahin gelaufen, um zu gucken, wo er ist, aber keine Ahnung. Ja, war schon so, dass er nichts gesprochen hat, da. Naja. Ja, es ist immer noch DayZ, man. Kannst du ja zumindest mal probieren. Da steht er. Er zieht wieder seine Waffe. Wow, der war knapp! Au, 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 au! Oh, er hat mich getroffen. You waste your bullets! Alter, hier schießt du auch, Alter. Hals haben wir aber gerade verjagt. Aber mit der Shotgun gleich, wenn dann richtig. You waste your bullets and time! Er schießt die ganze Zeit auf mich. Wie viel Munition hat er denn? Alter, die ganzen Sounds, ne? Leck mich am Arsch. Ich wollte ihm eigentlich nur das Buch geben. Und wieder der Bauerntrick. Alter, hat nicht funktioniert, scheiße. Oh nein, ich bin ein Katschuss! Vor allem hat jetzt alles zerschossen, der Vollidiot. Auch wenn mir jetzt den Gnadenschuss gibt. Wahrscheinlich verbindet er mich noch, der Drecksack. Scheiß Sadist. Ich glaube, der war aber kein Deutscher. Ein Deutscher hat getroffen. Ich sag, weißt du, wie viel Schüsse der auf dem Ball? Die Gunsounds hören sich echt krass an jetzt, ne? Also, ich weiß nicht, ob die jetzt immer schon so waren. Wie gesagt, ich habe schon ewig kein DayZ mehr gespielt, aber. Boah.
lässt mich wahrscheinlich jetzt einfach verbluten, der Penner. Ich hab Salin dabei. Gib mir Salin! Ja, wahrscheinlich. Ah, meine Jacke und meinen Rucksack war auf jeden Fall schon ruiniert. Boah, der stand da gerade so schön an deiner Leiche, weißt du? Jetzt bin ich tot. Scheiß Daisy.